Nachdem wir betäubt wurden, geht's jetzt richtig ab, oder was? Heiliger Bimbambino. Runde 1. Sarazar steht bereit für den Kampf. Überlebe in der Arena. Okay, so kann ich rumfuchteln. Und ich kann wahrscheinlich auch nur rumfuchteln, weil ich habe noch keine Schusswaffe. Okay, du Schwein. Oh mein Gott. Komm mich nur treffen. Zack, Takedown. Gib mir die Schrotflinte. Okay. Oh Gott, da kommt noch Hunde. Die wollen dich doch nicht. Den habe ich. Okay, wir haben keine Minimap, kein Radar, kein wirkliches. Das ist der Kampf, um zu überleben. Liegt da irgendwie eine Leiche? Vielleicht hat die noch was bei sich. Sehr schön. Oh. Gott, ich habe keine Munition. Nein, warte noch. Ich muss jetzt noch nachladen und alles. Oh Gott, das wird übel. Wir haben nicht mehr viel Leben. Wir haben gut schon was abbekommen, tatsächlich. Fuck. Da hinten schießt jemand auf uns. Oh. Ich bleibe erstmal hier hinter. Und gehe erstmal auf Nummer sicher. Da hinten ist er. Probiert mich zu erwischen. Shit. Boah, ich habe ihn erwischt. Geil. Durch die Mauer. Schön durchschlagskräftig, das Ding. Aber noch zwei Schuss. Das wird übel. Boah. Ich mach dir keine Angst. Ich sollte dir Angst machen. So, jetzt brauche ich schnell Muni. Okay, wenigstens hat sie uns den Dolch hier gelassen, die Frau. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Effizient. Für den Anfang schon mal recht gut. Puh. Oh mein Gott. Boah. Heilige Scheiße. Fuck. Oh nein, ich bin gerade so gut am Rennen. Schnell. Ohne Deckung. Oh mein Gott. Nein. Ich muss in Deckung gehen. Ich muss mich irgendwie hochheilen. Schnell, so schnell es geht. Oh Gott. Wow. Mal sehen, ob die nächste Runde ihre alberne Rebellion beenden
Ey, das gibt's doch nicht, wie hardcore. Oh nein! Ich kann nicht, ich muss nachladen. Schnell die Spritze rein, das war in letzter Sekunde. Oh Gott. Ich bin viel zu aufgeregt gerade, ich habe Granaten. Ich denke, du hast Granaten. Hier, nimm die. Okay, nachladen, komm schnell. Oh mein Gott, da ist irgendwas Dickes noch in der Arena. Oh. Die Fässer soll ich nutzen. Das wäre gar nicht so verkehrt, aber jetzt der Typ da hinten und ich muss aufpassen, dass er nicht mich trifft. Okay, wir haben noch ein Medikit. Oh Gott, da war doch irgendwas Dickes. Erwischt. AJ Gale schlägt zurück. Wir schlagen zurück. Puh. Vorletzte Runde. Mensch und Tier fielen ihm zum Opfer. Doch bevor er seine Freiheit gewinnt, wartet eine letzte Herausforderung. Lasst die letzte Runde beginnen. Oh nein, ich, oh Gott. Fünf Feinde. Schöner Granatentreffer. Komm, lass mich losziehen. Letzte Runde, bin ich dabei. Hier, nimm das, ihr Penner. Oh, ich habe sie nicht wirklich erwischt. Okay, zurück. Nein, oh Gott, ich habe irgendwas... Nein, schnell rein mit der Spritze. Oh nein. Ich habe keinen Granatwerfer am Start, natürlich. Aber dich habe ich. Fuck. Okay, ich habe... Oh mein Gott. Soll ich die jetzt schon nehmen? Die haben mich mit einem Feuerfass erwischt. Das ist auch ein richtig übler Typ am Start da hinten. Der noch ein Riesenproblem werden könnte. Boah, da habe ich einige niedergemäht. Oh nein! Okay, jetzt rennen. Rennen! Ich kann nicht rennen! Oh Gott, ich konnte gerade nicht rennen. Jetzt muss ich den Vorteil nutzen. Ich muss erstmal alle in der umliegenden Region irgendwie erledigen. Ah, die Kugeln hier raushauen. In Deckung gehen. Und nochmal. Schnell, hol alles raus, was du aus deinem Körper rausholen kannst. AJ Gay, wir brauchen das. Oh shit, aber ich habe ihn gut erwischt einmal wenigstens. Oh, hier rüber. Was haben wir noch im Petto? Komm schon, irgendwas Besseres. Ja, klar. Auf Reichweite ist die effizienter. Und dann intervallmäßig feuern. Komm, zack. Yeah! Sehr schön. Hammergeil. Boah, was für ein Fight, oder, Freunde? Haben wir gut gelöst. Es lief doch super. Solange ich nicht mit dem mit dem Sniper hier mit dem Analogstick rumfuchteln muss, ist alles in Ordnung. Das war jetzt aber auch echt teilweise mega knapp. Puh, bin ich echt in Schwitzen geraten. War spannend wie Sau. Komm mit mir. Du wolltest mich töten. Jetzt nicht mehr. Weißt du was? Leck mich. Stopp. Warte hier. Hör mir zu. Bitte. Paul hat meine Familie. Bis sie befreit ist, stecke ich hier fest und muss tun, was Pagan befiehlt. Was hat das mit mir zu tun? Der goldene Pfad will Pauls Tod. Und ich will meine Familie. Wir könnten uns helfen. Wie? Ich kann dich in seine Festung bringen. Und AJ, sei netter zu Reggie und Yogi. Sie sind Spielfiguren, genau wie wir. Was für eine Nummer war das denn jetzt, bitteschön? Du bist jetzt hier der Held der Arena? Shanat.
Am Rande des Wahnsinns. Die Arena, bist du bereit, die Shannat-Arena zu betreten? Überlebe wie ein Held und werde bewundert oder stirb wie ein Feigling. Drei verschiedene Herausforderungen erwarten dich. Kampf endlos und Waffenherausforderungen. Steige zu einem der legendären Arena-Champions auf und verdiene dir großartige Belohnungen. Ziemlich geil, werden wir sicherlich auch nochmal machen. Haben wir ja gerade. Ja, die sind auf jeden Fall äußerst stolz und bewundern uns ein wenig. Es machen so viele. Was hätte ich tun können? Töte alle mit Heroin vollgepumpten Rothunde in dem Gebiet. Die Dorfbewohner können es sich nicht leisten, noch mehr Axt zu verlieren. Ich bin Jagdhirte. Alter Schwede. Hallo AJ. Hallöchen. Das ist noch eine super Mission, die man wie gesagt im Coop machen kann. Hier forciere ich dann doch eher die meisten Hauptmissionen. Was sucht denn das hier? Das ist ja mal ein cooles Plakat. Let us be in charge. Aber wir müssen es trotzdem abhängen. Sorry. Ein weiteres Propagandaplakat zerstört. Und was ist das für ein schöner Laden? Hi. Neue Waffe freigeschaltet. Leuchtpistole. Ja, kennen wir ja bereits. Aber die ist gar nicht mal so verkehrt. Ich erinnere mich da dunkel. Kaufen und anpassen. Einmal Körperpanzer. Der schadet nie. Ja, und ansonsten sind wir eigentlich so ausgestattet, wie wir ausgestattet sind. Ganz gut ausgestattet, glaube ich, für meinen Spielstil. So. Vielen Dank. Ah, einmal verkaufen. Sorry, junge Frau. Ich müsste hier noch Waren im Wert von 110.000 loswerden. Schnellverkauf. Ja. So. Ansonsten haben wir hier nicht viel, ne? So, Fähigkeiten können wir theoretisch jetzt auch nochmal reinglotzen. Aber jetzt direkt was bekommen. Konzentriertes Fahren. Das war's nicht. Berge versetzen. Mann, ich mache jetzt noch ein paar Folgen, bevor ich jetzt nochmal hier... Nee, komm, ich warte lieber noch, weil ich konnte noch nicht eure Kommentare beachten dazu. Für diese wichtige Geschichte, weil ich jetzt hier direkt zwei, drei Folgen produziere. Es ist schon cool. Ich fühle mich hier fast wohl ein bisschen. In diesem Land. Nur, dass es ziemlich aggressiv zur Sache geht. Ah, dieser Tempel, das war ja auch schon eine richtig heftige Nummer. Wo müssen wir denn jetzt theoretisch hin? Schauen wir doch mal auf die Karte. Hallo, hallo. So, da vorne hängen die Jungs. Yugi und Reggie, die uns einfach mal wirklich mit diesem Zeug benebelt haben. Was war denn da bitteschön los? Macht man ja nicht die feine englische Art. Aber war irgendwie geil. Die Arena-Mission hat mir richtig gut gefallen gerade. Es war ein sehr spannender Fight, haben die cool umgesetzt auch. Hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr in die Story einbetten können, dass man da hochgeht, dass man, also diese, man war dann plötzlich bei der Frau direkt und so, das hätte man vielleicht noch ein bisschen cooler machen können. Hallo, nee, keine Sorge. Ich habe keinen Bock, dich zu verfolgen. Ich fahr jetzt mal zu Yogi. So, wie ihr alle wisst, benutzt Pardan den Stillgeruten. Ich würde dir gern irgendwann mal meine Schatzkammer zeigen. Gerade blicke ich auf den ganzen Reichtum von Kyrat. Gold, Medaillon, Elfenbeinstatuen, Jadeschnitzereien und solche Dinge. Ich habe immer alles, was möglich war, an den Besten verkauft. Und was ich nicht verkaufen ließ, habe ich eingeschmolzen, um etwas zeitgemäßeres daraus zu machen. Der goldene Pfad sagt, ich hätte es gestohlen, aber das stimmt nicht. Wir haben selbst vor Jahrhunderten geraubt, statt es sinnvoll zu verwenden. Das ist die Lektion für dich, AJ. Menschen sind Heuchler. Sie müssen jemandem die Schuld für ihr Scheißleben geben und wollen nicht einsehen, dass sie selbst auch verantwortlich sind. Nächstes Mal, wenn sie wegen Schulen oder Krankenhäusern jammern, denkt daran, dass sie ihren Reichtum seit Jahrhunderten in alten Klöstern versteckt haben. Andererseits haben sie das Ding jemandem. Naja, wie auch immer, erzähl du mal weiter, mein Lieber. Ich muss hier gerade mal durch. Und ja, das war nicht besonders subtil.
Ich spreche von Präsident Obama. Okay, ich habe die ganze Zeit Werbung für dich gemacht. Und dann genehmigst du Drohnenangriffe wie verrückt. Was willst du jetzt machen, hä? Kommst du mich holen? Naja, das könntest du vermuten. Ja, ja, das ist okay, das ist okay. Lass ihn mal erzählen. Es ist Pagan jetzt hier. Werden wir wieder voll gequatscht von unserem Radiofreund. Aber so lebt sich's leichter in Kyrat, ganz klar. So, jetzt sind wir gleich auch schön bei Yugi und Reggie. Und mit denen werden wir mal ein ernstes Wörtchen reden, was die uns denn einfach bitte schön in diese Arena verfrachtet haben. Das war ja mal schon echt eine ziemlich uncoole Geschichte. Und mit, warum arbeiten die? Es war auch alles so kurz gehalten jetzt. Was ist mit der Frau? Warum führt die Arena an und so? Man hat nicht so richtig viel erfahren, man wurde einfach rausgeschmissen, die hat uns die Tür vor der Nase zugeschlagen. Das ist einfach nur Unverschämtheit. So, kurz bremsen hier mal eine Runde, dann geben wir hier wieder Gas. Hi. Ich möchte zu meinen Untertanen über einen jungen Mann namens A.J. Gale sprechen. Oh, das müssen wir uns anhören. Vielleicht habt ihr gehört, dass er unter widrigen Umständen triumphale Siege in Noors Arena errungen hat. Der kyratische Geheimdienst untersucht diese Vorfälle und möchte Mr. Gale gern selbst dazu befragen. Bis das geschehen ist, solltet ihr Abstand davon nehmen, gegenstandslose Gerüchte zu verbreiten. Tja, das haben wir tatsächlich. Also die ist ja die Chefin der Arena, so viel ist mal klar, aber irgendwie war die Story nicht so richtig eingebunden. Es war aber mega geil aufgezogen, der Kampf in der Arena auch richtig cool gemacht. Ja, ja, ja. So, spazieren wir mal da vorne hin. Nochmal zu den Jungs. Und hier nehmen wir automatisch wieder die Waffe aus der Hand. Ah, bin ich mal freudig gespannt, was sie uns erzählen, warum die uns das Zeug verabreicht haben, sodass wir in dieser Arena aufgewacht sind plötzlich. Ja, mein Wörtchen miteinander zu reden. Ich lebe noch, ihr Schweine! Warte, mein Freund! Ich weiß, du nimmst Donalds Liebe, was er getan hat, aber wir hatten keine Wahl! Ja, keine Wahl! Und ich bin Yogi, du Sack! Ich würde euch trotzdem gern töten. Hör mal, ich verstehe, wenn du Reggie ein neues Loch machen willst. Wir sitzen in diesem Scheißland fest, wie du, okay? Die haben unsere Pässe und zwingen uns, Leute zu verarschen! Wie dich! Und nach Indien können wir auch nicht zurück, nach dieser Sache mit der Kuh. Kühe? Ja, Kühe. Oh, so viel Kühe. Wir haben schon 10 Millionen Hits auf YouTube, klar? Echt jetzt? Ja, es war... Guck, wir dachten, nur wollte bloß reden. Wir hätten nie gedacht, dass sie dich nackt in die Arena werfen würde. Doch, natürlich, du hast doch gegen ihn gewettet. Ich hab nur technisch gesehen gegen ihn gewettet. Ich wollte meine Wetten etwas streuen, alter Däne. Ihr meint Schwede. Ich dagegen hab dir vertraut. Hab auf dich gesetzt, Freund. Siehst du an. Und das teile ich natürlich gern mit dir. 60-40. 40-60? 30-70. Na gut, nimm einfach alles. Hast es dir verdient, nachdem du mit wehender Fahne kämpfen musstest. Oh, sehr beeindruckend. Seine Fahne? Sein Kampfstil, du Depp. Das war voll Gladiator. Ich würde sagen voll 300. Ihr zwei haut jetzt ab. Raus aus meinem Haus. Ich ziehe hier wieder ein. Und legt ihr euch noch einmal mit mir an. Dann erschießen wir Donald? Ich bin Yugi. Tütchen? Raus. Klar. Gib uns eine Sekunde zum Packen. Ja, wir sind Nestbauer. Ist etwas unordentlich. Aber zuerst? Was war hier drin? Einer von diesen Tankers? Ja, Schlauberger. Was ist damit passiert? Nun, das ist eine tolle Geschichte. Ja, Drogen, Intrigen, Gefahr, alles drin. Gib mir einfach die Kurzfassung. Fein, Kurzfassung. Angekommen in Kyrat. Frisch vom Boot sozusagen. Und neugierig auf die örtliche Selbstanbauerszene. Sehr neugierig. Wir wurden nicht enttäuscht. Nee, nicht im geringsten. Es war ein netter alter Guru, der uns die Glubschaugen öffnete. Genau. An dem Tag hatten wir ein Kräuter-Nirvana erreicht, wie noch niemals zuvor. Und als wir gehen wollten, fragten wir den Guru, wo er den Stoff herkriegt. Und dann erfuhren wir von Shangri-La. Shangri-La. Sozusagen der Geist des alten Kyrat. Des alten Kyrat. Eigentlich ist es eher ein Geist, den es nie gab, so wie Schrödingers Katze. Schrödingers Kyrat? Leute, die Kurzfassung, ja? Gut, ja? Zurück zum Thema.
Der Guru sagte, dass er in diesem besagten Land war und dort ein paar Blüten probiert hätte. Und ermöglicht hat ihm das ein mystischer alter Tanker, der immer an dieser Wand dort hing. Und wo ist er jetzt? Von unbekannten Personen zerrissen und in ganz Kyrat verstreut. Doch, das war noch nicht das Ende. Der Alte verkaufte uns eine Karte. Ja. Sie führte zu einer Höhle nicht weit von hier. Richtig, mit einer furchterregenden Tür. Ja, sehr sogar. Und obwohl wir der Sache gern nachgegangen wären, war die Tür ganz deutlich von der Zutritt verboten Bauart. Und was wurde aus der Karte? Ich glaube, wir haben uns damit eine Tüte gedreht, aber keine Angst. Du findest die Höhle auch so. Geh einfach nach Westen. Ja, genau. Wenn du eine Tür mit einer hässlichen Fratze siehst, weißt du, dass du richtig bist. Oh, und bring uns ein paar Blüten mit, ja? Ja.